Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei der 10-Euro-Überraschungsshow. Das ging jetzt so schnell, war selbst für uns überraschend. Aber Sie haben alles richtig gemacht. Die Stammzuschauer wissen, was jetzt kommt. Eine halbe Stunde, alles für Sie, runterreduziert auf 10 Euro. Und auch wir wissen nicht, was drankommt. Wer es weiß, steht schon bereit. Diana, und die holen wir jetzt. Und wichtige Regel noch, du darfst schon buzzern. Und wichtige Regel ist noch, wenn Ihnen was gefällt, gleich anrufen. Sie dürfen bis zu 5-mal bestellen, wenn wir nichts anderes sagen. Und das würde ich auch sofort machen, wenn Ihnen was gefällt, bevor es Ihnen jemand anderes wegschnappt. Wir beginnen mit Etwas, was die Temperatur misst. Und das würde ich sagen, ist diesmal für Gebäude zum Beispiel. Würde ich das einsetzen? Ich habe nämlich ein Dach, was sehr groß ist, ein großes Spitzdach. Und das an einer Ecke war es immer sehr, sehr kalt. Also könnte ich hiermit genau rausfinden, wo denn die kälteste Stelle ist. Sprich, wo ich Dämmung hätte, jetzt nochmal nachzuinstallieren sozusagen. Also das ist, glaube ich, für Handwerker sehr, sehr genial. Liege ich richtig? Genau, man kennt das aus dem medizinischen Bereich. Das ist jetzt aber allerdings ein Werkzeug. Es ist ein berührungsloses Infrarotthermometer mit Laserpointer. Das heißt, du kannst mit dem Laserpointer, wenn du es eingeschaltet hast, ganz genau schauen, wo du es misst. Und zwar eine Temperatur, eine Oberflächentemperatur von minus 50 bis plus 380 Grad. Und damit kann man aus ganz sicherer Entfernung zum Beispiel Wände, so wie du gerade gesagt hast, aber auch Öfen oder Motoroberflächen einfach mal messen, welche Temperatur denn da abgegeben wird. Und das auch aus einer größeren Entfernung. Und also ich finde das schön, gerade was du gesagt hast, wo muss ich isolieren, wo geht Wärme durch die Wände verloren oder auch, was hat mein Ofen für eine Temperatur oder ähnliches. Also ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was sowas normal kostet, aber wir schauen mal auf pearl.de. Knapp 24 Euro. Das finde ich jetzt schon günstig, aber braucht Sie nicht zu interessieren. Wir haben es für 10 Euro. Du, wenn du das mal durchgemessen hast an deiner Hausfassade, kannst du durch richtige Isolierungsmaßnahmen kannst du viel Geld sparen. Ich finde es sehr, sehr einfach, auch in der Handhabung. Man hat es tatsächlich wie so eine Pistole hier, dass man hier unten eben drauf drückt, wenn man die Wand oder eben den Gegenstand genau da punktuell missen möchte. Also wirklich als Handwerker, glaube ich, hätte ich das gerade bei, wenn man dämmt oder als Dachdecker, denke ich, ist das wirklich sehr praktisch und auch vielseitig einzusetzen. Für 10 Euro, ja, pearl.de war es knapp 25 Euro und UVP liegt bei knapp 40 Euro. Man kann es sogar auf Fahrenheit einstellen, also die amerikanische Messweise oder eben Celsius, ganz einfach zu bedienen und hier unten einfach wie eine Pistole einmal draufdrücken, dann misst es und zack. Und es ist natürlich nicht für die Haut, es ist tatsächlich hier für Handwerker, um Hausbau, Dächer etc. Was würdest du noch damit messen wollen? Genau, zum Beispiel kannst du auch, wenn du bohren willst, mal gucken, ob da eine Warmwasserleitung läuft durch den Wärmeunterschied zum Beispiel. Und schön ist, mit dem Laserpointer punktgenau, genau den Punkt oder die Linie an der Wand abzumessen. Und das ist natürlich toll und so weiß man es immer. Ich denke, viele von Ihnen haben auf so ein Produkt gewartet, zum bezahlbaren Preis. Hier ist es. Ja. Die Bestellnummer ist die NX81. 8011 und die 569. Übrigens, was auch interessant ist, mal Heizkörper abzumessen, welche Temperatur wirklich von den Heizkörpern abgegeben wird und vor allem, ob an allen Stellen der Heizkörper die gleiche Temperatur abgegeben wird, weil ist oftmals so ein Zeichen entweder von Verkalkung oder dass man sie entlüften muss, wenn nicht überall die gleiche Temperatur abgegeben wird. Aber du hast ja auch nur die Einstellung, so meistens 1 bis 5. Hier kannst du mal schauen, was für eine Temperatur hat mein Heizkörper. Ist nur eine der vielen Anwendungen. Also sind wir im handwerklichen Bereich gewesen und es geht weiter. Basa läuft, Diana ist unterwegs mit. Also ich hätte das gebraucht, weil ich habe tatsächlich in eine Leitung reingebohrt, im neuen Bad und dann musste direkt wieder aufgerissen werden. Man muss aufpassen, Kaltwasserleitungen wirst du nicht finden, aber Warmwasser. Aber einen Unterschied in Temperatur hätte ich mit Sicherheit gemerkt. Also das ist schon wahrscheinlich. Aber da gibt es so Metalldetektoren, die sind da ein bisschen sicherer. Okay. Oh, jetzt haben wir was ganz Tolles. Ein Tresor, oder? Also eine Kassette ist es hier und ich würde sagen, das ist so ein kleiner Mini-Tresor. Es ist ein Mini-Stahlsafe für Auto, Reise oder auch natürlich zu Hause. Du kannst
kannst das nämlich sichern, diesen Tresor. Auto kannst du festmachen. Da ist noch so ein Sicherungskabel dabei, das sehen wir. Zum Beispiel am Sitz, an irgendeinem Fixpunkt. Und dann kann das keiner klauen. Und kennst du den Satz, Gelegenheit macht Diebe? Ja. Und das gilt immer wieder. Wenn irgendwas Wertgegenstände offen rumliegen und die sieht jemand, ist natürlich das Risiko, dass sie geklaut werden, wesentlich höher, als wenn sie irgendwo gesichert sind. Ja, ist auch wirklich schön, weil hier haben wir eine Kassette, die ist auch innen drin richtig schön gefüttert. Ne? Man kennt die Kassetten, aber dann sind die innen auch hart. Das heißt, wenn man hier jetzt Schmuck drin parken würde, dadurch, dass es wie so ein Vlies auch ist und richtig schön gefüttert, hat man auch direkt so einen kleinen Schutz, damit es nicht verkratzt, das, was als Inhalt eben drin ist. Und das ist praktisch, denn meiner Mama, die hatte auch so einen schönen hier, so einen Case, so einen Tresor, aber die Diebe haben den einfach mitgenommen, zack, aus dem Schrank und dann war er weg. Also wenn man den dann noch fixieren kann, das ist natürlich dann ideal. Ne? Weil, genau, und das Geschichte wird ja innen gefestigt. Das heißt, ohne den Safe aufzubrechen, kannst du den auch nicht lösen. Auch im Auto. Man hat ja oftmals Wertsachen im Auto oder möchte die im Auto lassen. Dann einfach das als Sicherheit. Unter den Sitz und die Sitzbefestigung, die ist ja fixiert. Mhm. Ja, mit der Karosserie, genau. Die muss ja fest sein. Und da das festmachen, dann kann auch das niemand klauen. Es ist übrigens hier mobiler Schutz mit robustem Stahl. Ja. Ja, für Schmuck, Geld, Wertsachen, vielleicht auch wichtige Papiere, das ist einfach klasse. Und jetzt für 10 Euro ein richtiges Schnäppchen, natürlich auch für zu Hause. Auch da gilt, zu Hause keine Wertsachen offen rumliegen lassen. Gelegenheit macht Diebe. Hiermit hat man wenigstens ein klein wenig Sicherheit. Und Sie bekommen diesen Stahlsafe mit der Bestellnummer NX8612 und der 569. Und weißt du, wer jetzt noch was bekommt? Unser lieber Sebastian, der hat nämlich heute Geburtstag. Happy Birthday, Sebastian, einer unserer Kameramänner. Sodele, hier haben wir den wunderschönen Safe. Wenn Sie auch vielleicht unterwegs sind oder Ihnen es auch schon passiert ist, dass Ihnen etwas gestohlen wurde, ja, dann wissen Sie, wie es ist. Es fühlt sich nicht gut an. Hiermit haben Sie den Safe und den, ja, den befestigen so, dass sogar der eben nicht wegkommt. Das ist doch einfach, ja, doppelt safe sozusagen. Es ist einfach ein bisschen sicherer. Nichts offen rumliegen lassen, auch wenn man mal im Hotel ist, irgendwo den Safe dann dort irgendwo befestigen, zumachen, dreistelliger Zahlencode und dann hat man schon ein bisschen mehr Sicherheit. So, wir machen weiter, komm. Ja, das ist auch sicher. Wo ist das nächste? Yay! Purple is my new black. Ta-ta-ta. Ich raste nicht umsonst aus. Oh. Willst du auch einen? Nein, ich habe zwei. Aber du kannst jetzt gleich so mit zwei schmusen. Es ist, ich bin jetzt auch zufrieden. Es ist ein Spielzeug und eins, was unglaublich beliebt ist. Und ich weiß, du bist verliebt in diese Hündchen. Da ist man auch gleich schockverliebt. Das ist hier nicht irgendein süßes Hündchen. Das ist hier einer, der ist ganz, ganz flauschig natürlich. Aber der kann auch bellen, das hört man. Und der hat einen Sensorik in den Augen und so einen Sensorik, dass wenn man ihn streichelt, dann wackelt er mit dem Schwänzchen und er bellt. Also total süß. Und hier, gucken Sie mal da. Genau, zwei Sensoren, ein Bewegungssensor als auch ein Berührungssensor. Hundekörbchen ist übrigens auch dabei. Und süßer geht's gar nicht. Das ist eines der beliebtesten Spielzeuge aus den letzten Wochen und Monaten bei uns. Und das jetzt in der 10-Euro-Überraschungsshow. Günstiger kann es nicht mehr gehen. Deshalb ganz, ganz schnell ans Telefon, wenn Sie sagen, das ist etwas für mich selber oder vielleicht für meine Kinder, für meine Enkel. Ich glaube ja, viele können einen Hund aus zwei Gründen nicht haben. Entweder es ist vom Mietvertrag her nicht erlaubt oder sie haben eine Hundehaarallergie. Hier ist beides egal, den kann man zu Hause haben. Ja, ist auch vielleicht mal eine gute Idee, um eben so ein Kind auch an, ja, das ist ja auch eine Verantwortung, die man da tragen muss. Und direkt einen Hund bei einem kleinen Kind, sag mal erstmal, nee, du kriegst jetzt erstmal so einen, da musst du schon mal hier pflegen und gucken, Gassi gehen etc. So, ne, als erstes Haustier sozusagen. Aber mit dem kann man auch prima kuscheln, weil man kann natürlich den Anschalter ausmachen, aber ansonsten ja, mit Sensorik bettelnd oder halt... Auch mit dem Schwänzchen wedeln. Also was sie alles machen, also außer mit dem Schwanz wedeln, bellen, jaulen, knurren, niesen und mit dem Schwanz wackeln und ein super flauschiges Fell, das kannst du bestätigen. Und ich kann Ihnen eins sagen, da ist nicht nur lieblich bei den Kindern, auch bei den erwachsenen Frauen. Und ich höre gerade, der Stahlsee von gerade eben ist schon sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat Ingrid zugegriffen. Bitte bei allen Produkten schnell sein. Rufen Sie ruhig auch mehrmals während der Show an, denn unsere Telefonnummer ist immer kostenlos.
los. Die 0800 51 51 3 mal die 4. Hier sehen wir den aktuellen Preis. Knapp 18 Euro. Für Sie jetzt 10 Euro. Und die Bestellnummer für unseren Plüschhund mit Hundekorb ist die NX 89 69 und die 569. Und was Sie jetzt nicht sehen, was ich aber sehe, Danny will den Hund fast nicht mehr hergeben. Den musst du am liebsten gleich mit nach Hause nehmen, oder? Ach, total süß. Ja, ich finde den ASL so süß konzipiert. Diese kleinen Öhrchen, das süße, weiche Fell, diese kleinen Knopfaugen. Das, und dann aber hier diese Sensorik einmal in den Augen und eben auf dem Rücken, dass sie dann halt bellen, mit Schwänzchen wackeln und bellen und schnüffeln. Also total süß. Als Kind würde ich ausrasten, auch als Erwachsene. Man sieht es mir an. Es geht schon weiter. Ich bin zufrieden. Ich habe mein Spielzeug. Ich warte ja immer auf Spielzeug. Und das war natürlich wieder so ein Highlight. Jetzt geht's klein weiter. Schmuck? Ich sage jetzt aber nicht Schmuck, weil die hat uns Schmuck? Letzte Mal ein paar Mal so veräppelt naja, mit Schmuck. Ans Ohren hängen könnte ich es mir, aber es ist trotzdem nicht so schön als Schmuck. Aber, nee. Warte mal, sieht aus wie eine Fernbedienung. Ich schmeiß dir auch eine hier. Ja, ich glaube, ich weiß, was es ist, aber ich gucke noch mal zur Sicherheit. Es ist eine der kleinsten Videokameras, die ich kenne. Wahnsinn, da ist die Kamera vorne, ne? Richtig, genau. Vorne ist die Kamera. Und hiermit kann man einfach mal auf Knopfdruck ganz spontan Bilder machen. Hier auf der Seite ist so ein kleiner Kartenschacht und wir sehen da auch die Ladebuchse, also Mini-USB-Ladekabel ist dabei. Und jetzt kannst du ganz unbeobachtet mal Fotos machen oder Filme, ganz wichtig, Videos, flüssige Aufnahmen. Und Wahnsinn. Man erkennt es nicht, dass das eine Videokamera ist. Es sieht aus wie so eine Fernbedienung von einem Auto. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Also man kann hiermit unbemerkt einfach mal vielleicht die Familienmitglieder jetzt, wo alle zusammenkommen, vielleicht ein paar Bilder machen, Aufnahmen machen, das merkt keiner. Wenn der auf dem Tisch liegt, dabei denkt ja jeder, ja, ist halt ein Autoschlüssel. So sieht er eben aus. Genauso vom Look, von der Optik sieht er aus wie ein Schlüssel. Aber es ist eine Videokamera und also Stills und Kamp bewegt und Stills, ne? Richtig, und aber Wahnsinn. Auch Ton. Also nicht Stummfilm, sondern Ton. Da ist nämlich auch noch ein Mikrofon. Wir berücksichtigen oder beachten natürlich alle die Persönlichkeitsrechte von anderen Personen. Absolut. Aber wir alle kennen auch, ja, selbst in der eigenen Familie, die nicht gern gefilmt werden oder immer Grimassen schneiden. Wenn sie merken, sie werden gefilmt, dann werden irgendwelche Victory-Zeichen oder sonst was gezeigt. Und damit kann man einfach mal heimlich unheimliche Bilder machen. Jederzeit aufnehmen mit bester Bild- und Tonqualität und immer griffbereit. Das ist ja auch sowas. Bis du ein Smartphone draußen hast, ist oftmals das Gute, was man gerade filmen wollte, schon vorbei. Den hast du am Schlüsselbund, drückst das Knöpfchen und kannst jetzt perfekt filmen. Also ein Mini-Schlüsselbund-Videokamera, eine Mini-Schlüsselbund-Videokamera für 10 Euro ist der Wahnsinn. Und hier kommen wir von einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 50 Euro. Die Bestellnummer ist die PX 81 36 und die 569. Das ist so ein technisches Gadget. Hat man sich immer gewünscht, hat man immer für unbezahlbar gehalten. Ja. In der 10-Euro-Überraschungsshow bekommen Sie es. Und da sehen wir mal die Live-Aufnahmen, also Originalaufnahmen dieser Kamera. Weißt du, wie es ist, wenn man Leute sagt, man hat eine Kamera, dann benehmen die sich nicht mehr natürlich. Ja, also man will ja genau das einfangen, wie sie sich eben so benehmen und auch mal auch vielleicht durchdrehen und verrückt sind und das dann eben heimlich aufnehmen. Und dann haben wir nämlich das Phänomen, das wird viral gehen, sagt man ja heute. Ne? Das dann wieder hier, also wenn natürlich die Familienmitglieder oder wer auch immer gesagt hat, ja, darfst du machen und das dann auf YouTube oder auf Social Media veröffentlichen. Ich sag Ihnen, da kriegen Sie so viele Klicks und dann müssen Sie es auch mal schicken. Ich bin ganz bestanden. Und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Übrigens, man kann auch mit Filmaufnahmen Spaß haben, ohne sie auf irgendwelche Social Media Plattformen. Nee, das geht nicht, Herr Janssen. Oh, Preisalarm. Das heißt, jetzt kommt ein Produkt, welches hier gar nicht reingehört, weil es viel, viel mehr kostet normalerweise. Wow. Aber hier eine Eingrenzung. Gleich, egal was da rauskommt, maximal ein Stück pro Besteller. Aber ist das jetzt wirklich, was ich denke, dass es ist? Und es ist noch mehr. Das ist nämlich ein Dreier-Set. Wow! Also alle drei, die wir hier haben. Und das sind so Glas-Frischhaltedosen, und zwar aus Borosilikatglas. Aber was ich hier genial finde, und das habe ich vorher noch nie gesehen, das Besteck ist gleich mit dabei. Mhm. Genau, das Besteck ist gleich dabei. Man hat hier zwei Fächer. Man hat Borosilikatglas, das heißt, man darf es einfrieren, man darf es in den Ofen stecken. Es ist schon fast bruchsicher. Und ich mache diesen Test gerne immer. Schauen Sie. Ich lasse es immer fallen, weil ich möchte Ihnen beweisen, was für eine Top-Qualität es ist. Ja? Hier haben wir im Extrafach oben drin dann noch Messer, Gabel, Löffel. Und wir haben drei Stück von Rosenstein und Söhne, also Top-Markenqualität. Bitte sichern Sie sich da das eine, was Sie sich sichern dürfen, weil das ist genial. Also kann man alles mitmachen, sogar einen Auflauf könnten Sie da drin machen. In den Ofen, tiefgekühlt, zum Essen mitnehmen, Soße separat, egal. Also das ist toll, richtig tolle Qualität. Mal so ein Picknick vorbereiten vielleicht, Besteck
ist ja auch mit dabei. Aber natürlich fürs Geschäft, zum Essen im Geschäft. Viele Kantinen haben ja jetzt zu, ist das auch perfekt. Weil das Besteck ist dabei, muss man nicht lange suchen. Man stellt es dann in dem Fall wahrscheinlich in die Mikrowelle. Soße, Fleisch, je nachdem, was man hat, getrennt. Und es ist ein Dreier-Set für 10 Euro, für mich unglaublich. Ja, also ich finde das richtig toll, dass wir sowas mal anbieten können. Und ich höre gerade, die Telefone laufen wieder heiß, unter anderem auch bei unserem Plüschhund, den wir gerade hatten. Da hat unter anderem die Sigrid zugegriffen. Sigrid, alles richtig gemacht. Und hier steht mehr Genuss durch saubere Trennung. Das ist auch wichtig, die bleiben so sauber. Bei Plastikschüsseln, die sehen ja nach ein paar Wochen aus, als wären sie Jahre alt. Die bleiben so schön, perfekt zum Frischhalten und Einfrieren, auslaufsicher. Wow. Und auch unterwegs saubere Finger, dank des dreiteiligen Bestecks. Ich finde es klasse. Die Bestellnummer ist die NX9719 und die 569. Überlegen Sie mal, so ein tolles Qualitätsprodukt, also für je 3,33 Euro praktisch, weil 10 Euro für drei Stück, das ist genial. Schauen Sie mal, Pearl Day kostet 19 Euro, ist ein Preis-Hit. Also das lohnt sich hier. Bestellen Sie dieses eine, was Sie da dürfen, weil es ist ja unser Preissalat. Also Dreier-Set mit der Bestellnummer NX9719 und der 569. Du, das ist natürlich auch toll, wenn du mal wieder, das machen wir auch häufig, viel zu viel gekocht hast. Mhm. Und dann musst du alles in verschiedene Schüsseln, jetzt machst du Soße oder was auch immer, oder auch einen Salat mit Dressing, machst du hier rein in getrennte Kammern. Das ist einfach perfekt. Und ich bin mir sicher, perfekt geht's weiter. Die Fußtechnik ist schon mal perfekt von Frau Michalski. Danke. Ja, ein bisschen Abwechslung muss sein, ne? So abwechselnd, wie diese Sendung ist, Dankeschön. Muss man auch mal mit einem anderen Körper teilbar sein können. Ulalalala, wieder Rosenstein und Söhne. Ich habe hier eine richtig tolle Haptik. Es ist ganz schön kalt, das heißt, es ist ein gebürstetes Edelstahl. Und hier hat man, ich werde verrückt, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also S und P, ich würde mal sagen Salt and Pepper. Zwei verschiedene Kammern. Man kann gleich also Salz mahlen und Pfeffer aus einer Mühle. Gucken Sie das mal an, hier sind die beiden Kammern. Also das habe ich jetzt so mal gedeutet, weil es ziemlich eindeutig ist. Dann haben wir unten die beiden Mahlwerke. Schauen Sie das an, hier oben einfach auf den Knopf drücken, elektrisch. Tolle Quali, wow. Und ich finde es toll, dass du wirklich alles entdeckt hast. Es ist Edelstahl, es ist eine elektrische 2-in-1-Salz- bzw. Pfeffermühle. Man darf natürlich auch alle anderen Gewürze reinmachen, die man mahlen will. Aber, und mit zwei Keramikmahlwerken, 22 cm groß. Und heutzutage ist es ja üblich, oder man darf ohne Probleme nachwürzen. Das war früher eine Beleidigung für den Koch, für die Köchin, wenn man nachgewürzt hat. Heutzutage werden automatisch Gewürze, auch gerade beim Grillen, selbstverständlich mit auf den Tisch gestellt. Aber so diese Plastikkartuschen, die man normalerweise im Supermarkt bekommt, die sehen nicht so gut aus auf dem Tisch. Das hier, das macht eine Riesenfigur und zeugt auch von Stil. Ja, es ist hochwertig, liegt toll in der Hand, da stellt man sich gerne auch auf den Tisch. Es ist genial, man muss selber nicht mehr mahlen, man drückt aufs Knöpfchen und hat ein elektrisches Mahlwerk. Und man hat hier alle Möglichkeiten, zwei Kammern unten, Salz und Pfeffer oder eben von mir aus Chili und Koriander kann man auch reinmachen. Senfkörner gibt es ja auch noch. Also lassen Sie da Ihrer Kreativität freien Lauf. Hier können Sie auch wieder mehrere bestellen. Das ist etwas, was ich haben will. Habe ich so noch nie gesehen. Rosenstein und Söhne ganz weit vorne. Du, ich finde es auch toll, jetzt geht ja die Grillsaison wieder los, wenn man dann Gäste zum Grillen hat. Das hier macht Stil, auch eben zum Nachwürzen. Also aber auch an normalen Esstisch, nicht nur beim Grillen. Es macht überall eine gute Figur. Und schön ist auch, dass die Kammern transparent sind. Man sieht sofort, wenn man nachfüllen muss. Ist ja auch ganz wichtig. Die Bestellnummer für unsere elektrische 2-in-1-Salz- und Pfeffermühle ist die NX7487 und die 569. Das Ganze aus hochwertigstem Edelstahl und das durchsichtige ist Acrylglas, also auch sehr haltbar. Und hier steht noch was, nicht nur Stil, sondern es spart auch noch Platz auf dem Tisch, weil du eben 2-in-1 hast. Das ist richtig. Und was ich auch noch an diesem gebürsteten Edelstahl liebe, man sieht nicht gleich die Fingerabdrücke drauf. Also ganz, ganz fein. UVP liegt bei knapp 30 Euro. Und ich liebe das bunten Pfeffer frisch aufs Essen, gerade bei so einem Steak. Aber wenn man das Salz nach der Wahl auch noch malen kann, dann ist doch der Tag perfekt, oder? Und perfekt ist es auch, wenn ich wieder buzzern darf. Dankeschön, das entlastet meinen Rücken direkt. Dankeschön. Das finde ich ganz toll.
Sehr aufmerksam. Dankeschön, Diana. Du darfst es aber auch, komm, du kriegst noch eins in die Hand, dass du es unseren Zuschauern zeigen darfst. Weil es geht um das Kissen. Das war jetzt nicht nur, dass er ein bisschen gerader da sitzt, was aber automatisch stattfindet, sondern das ist ein ergonomisches Memory Foam Sitzkissen fürs Auto, für Schreibtisch, für alle Sitzgelegenheiten. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, als Danny jetzt gerade hingesessen ist. Man hat, wenn man auf dieses Kissen sitzt, automatisch eine viel bessere Sitzposition. Ja, oder? Man sitzt direkt gerade auf, man merkt so, die Brust richtet sich auf und das ist es doch. Wir sitzen doch oft und alles fällt nach vorne, dann hat man es im Nacken, man hat es im Rücken meistens. Das ist ja so eine allgemeine so eine Krankheit, die hat jeder irgendwie ein bisschen Rücken. Wenn man jetzt lange sitzen muss, sei es, ich kenne gute Freunde, Amerikaner von mir, der Ray hat eins. Im Esszimmer, da wo er sitzt, er hat auch eins im Büro, da wo er Fernsehen guckt und im Auto auch noch. Ja, why not, wenn es denn dann endlich bequem sitzt ist und der Ischias vielleicht nicht mehr schmerzt oder der Po endlich nicht mehr schmerzt. Das ist doch was Schönes, wenn diese Schmerzen nachlassen. Also das ist wirklich entlasten und auch hier die Durchblutung an den Beinen wird gefördert. Also es ist wirklich ganz, ganz clever. Und Sie können es auch noch waschen, sehe ich. Hier ist ein Reißverschluss. Man beugt natürlich auch Schmerzen vor, bevor Rückenschmerzen überhaupt entstehen. Wir schauen ganz einfach mal auf pearl.de, was Sie regulär kosten, knapp 23 Euro. Und das wäre auch ein Preis, den ich mir gefallen lasse. Das ist schon günstig, denn die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 50 Euro. Aber jetzt 10 Euro ist natürlich der Wahnsinn. Übrigens habe ich mal eine Zuschrift von diesen Kissen gelesen und ich fand die lustig, weil gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Eine Dame hat uns geschrieben, die nicht ganz so groß ist. Sie hat gesagt, sieht besser übers Lenkrad, sitzt aber auch automatisch besser und hat dadurch, so hat sie geschrieben, weniger Rückenschmerzen. Das ist natürlich auch etwas, was man hiermit erreichen kann. Überall, wo man sitzt, einfach besser sitzen mit diesen Kissen. Und die Bestellnummer ist die NX3937 und die 569. Und bei diesem Preis darf man ruhig mehrere bestellen. Ich habe das mal in einer Reha, Klinik gesehen. Da wurden die angeboten für, ich glaube, 39,90 Euro. Weil da weiß man auch, entlastendes, rückenentlastendes Sitzen ist eben gut. Und Sie machen Sie die Erfahrungen selber, aber ich denke, Sie werden unsere Eindrücke hier 1:1 bestätigen, dass man da rückenentspannend sitzt, vorbeugend, ja eben. Und ich glaube, Rückenschmerzen hat jeder von uns mal gemacht. Mhm. Man bezeichnet ja Rückenschmerzen als Volkskrankheit. Das Wort habe ich gesucht, ich glaube sogar Nummer 1. Ja. Und wenn man da ein bisschen was dagegen tun kann, ist doch alles richtig gelaufen. Ja, so eine Wirbelsäule entlasten und wie man auch direkt sich aufrecht hinsetzt, das ist einfach ein schönes Gefühl. So, lass uns weitermachen. Schönes Gefühl ist auch hier den Buzzer zu finden. Blind gebuzzert hier. Hui. Und sofort getroffen. Ich bin so stolz auf dich. Wow. Wow. Oh Gott, da ist ja nichts Dankeschön, drin. Diana, komm zurück, mach was rein. So leicht, klein, aber fein. Jetzt habe... Nein, das ist ja ein Set. Das ist der Wahnsinn. Okay, wir haben hier wieder ein ganz tolles textilummanteltes USB-Kabel. Und dann haben wir mit magnetischen Aufsätzen. Und jetzt muss ich ganz arg mich konzentrieren, damit ich das vielleicht richtig kriege. Wir haben einmal für Apple... Also für Apple-Handys einen magnetischen Ladenaufsatz. Der findet es sogar durchs Plastik hier. Schauen Sie mal, zack. Dann haben wir USB-C. Richtig. Und dann haben wir das dritte noch was? Micro-USB. Micro-USB. Also alle gängigen Smartphones kannst du damit laden. Aber was hier wirklich toll ist, das müssen Sie unbedingt mal ausprobieren, bei dem Preis ist es auch keine Kunst, dieses magnetische, das bleibt in Ihrem Smartphone drin. Sie müssen das nie mehr einstecken. Und jetzt gehen Sie nur, wenn Sie das Handy laden wollen, mit dem magnetischen Teil dran, das zieht sich natürlich an und man muss nicht mehr stecken. Das ist zweierlei. Erstens mal nicht mehr diese Flümlerei, wie ich so sage, wenn man den Stecker reinsteckt und zum Zweiten auch in allen anderen Situationen wird der Anschluss geschont. Genau. Und jetzt haben wir hier wirklich, dass wir die ganze Familie ausstatten können, weil Lightning ist Apple, ganz klar. USB-C sind die älteren Smartphones oder auch manche aktuelle und die großen neuen Android-Smartphones, die haben USB-C. Aber Micro-USB kann man jetzt zum Beispiel auch an andere Geräte, ist ja nicht auf Smartphone getrimmt, zum Beispiel Smoker oder Kameras. E-Zigaretten, Kameras, da kann man das genauso stecken lassen. Mhm.
Und jedes Mal, wenn man es aufladen will, geht man nur mit dem magnetischen Kabel dran. Und noch ein Riesenvorteil. Ich glaube, es ist jedem schon mal passiert, dass er über das Ladekabel gestolpert ist. Oh, ja. Und dann fliegt das Handy durch die Wohnung. Wenn man Pech hat, ist es kaputt. Wenn du hier drüber stolperst, was ja natürlich immer mal passieren kann, dann löst sich der Magnet. Das Handy bleibt im Normalfall liegen, ja, und nur das Kabel fliegt weg. Viel Schaden kann da natürlich bewahrt werden. Und mit einem Meter haben wir eine schöne Länge. Also unbedingt holen. Die Bestellnummer ist die HZ2775 und die 569. Und es geht wirklich für alle handelsüblichen Smartphones. Ja, und ganz ehrlich, das hier ist wirklich, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn man es jemandem schenken würde. Es ist etwas, das braucht man täglich. Und es ist auch etwas, was eigentlich ganz viel konsumiert wird oder Schwund hat, weil die sind so schlecht von der Qualität. Hier haben wir ein textilummanteltes Kabel und diese magnetischen Aufsätze schon eben auf das Gerät. Es ist wirklich absolut durchdacht. Es macht Sinn, für jegliche Mobilgeräte da dann eine Lademöglichkeit zu haben, die sicher ist, schnell auch und eben textilummantelt. Das ist so wie früher wurden solche Kabel hergestellt. Und jetzt soll man ja verbrauchen, verbrauchen. Das haben sie eine lange, lange Zeit. Und ich höre gerade unsere Salz- und Pfeffermühle, die ist auch schon sehr stark nachgefragt. Sehr schön. Unter anderem hat Erwin zugeschlagen. Alles richtig gemacht, würzen mit Stil. So, und du machst jetzt bitte mit Stil den Buzzer oder drückst ihn mit Buzzer. Und ich bin gespannt, was wir hier als nächstes haben. Da kommt Diana und wir auf jeden Fall mal einen schönen Umschlag. Sein? Und das ist... Wow! USB-Endoskop-Kamera mit einem 2 Meter langen Schwanenhals. Sehr, sehr praktisch. Also hier sehen wir die Anwendung. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Es ist eine Endoskopkamera, also nur so ein kleines Kamerachen am vorderen Teil eines Kabels, sagt man. Und damit kannst du jetzt in Hohlräume oder irgendwo rein, wo man normalerweise nicht reinschauen kann, da sehen wir das, und dann hast du gestochen scharfe Bilder. Entweder auf dem Laptop oder, und das ist dieses OTG, was hier steht, man kann es sogar mit OTG-fähigen Android Smartphones verbinden und hat dann die Möglichkeit. Hier, Diana macht es gerade, sie schließt gerade den Rechner an, damit Sie mal sehen, wie schnell das geht. Es ist also ideal für einen Anschluss an PC oder auch Live-Bilder. Geht dann übrigens auch bei Tablets, die OTG-fähig sind, oder auf dem Smartphone. Und mir fallen so viele Anwendungsmöglichkeiten ein, die ja hoffentlich auch, oder? Ja, absolut. Also gerade, wenn man mal vielleicht ein Ohrring verloren hat im Abfluss. Das kennen wir sehr gut. Das war meiner Mama auch passiert, im Urlaub. Oh, das war ein Riesentheater. Oder hier Anwendung am Auto, im Motorraum. Klar, voll gut. Oder ich habe mal in meinen Tresor reingebohrt, als ich das Haus neu gekauft habe. Und dann wusste ich, ja gut, er ist leer, ne? Weil ich hatte ja keinen Schlüssel. Und jetzt sehen wir hier diese Spirale, die ist 2 Meter lang. Das heißt, du kannst auch mal Rohrleitungen kontrollieren. Und ich zeige Ihnen das mal. Wir gehen jetzt mal hier drauf, damit Sie sehen. Natürlich können Sie die Kamera wenden und drehen. Und schauen Sie jetzt mal, wie gestochen scharf das ist. Das ist hier mein Zettel. Da gehen wir mal rüber zur Bestellnummer NX4358 und die 569. Und hier sehen Sie, wie toll das ist. Und das hat so eine Stabilität, dieses Kabel. Das kann man auch ruhig mal in Rohrleitungen hinein, wenn man wissen will, was ist denn im Siphon los, wie sieht es da aus. Durch die Beleuchtung ist das kein Problem. Und sowas jetzt für 10 Euro in dieser Länge ist der Wahnsinn. Lassen Sie uns gemeinsam auf Pearl.de schauen. Und da sehen wir es. 23 Euro dort schon günstig. Mhm. Und sowas kann man immer mal brauchen. Und weißt du, wer sowas auch braucht, solche Endoskopkameras? Die ganzen Kammerjäger. Die Kammerjäger, wenn die mal Hohlräume kontrollieren wollen, ja. Einfach mal schauen, was in Hohlräumen los ist. Und das können Sie in Zukunft auch. Überall, wo Sie eigentlich so nicht hinkommen, gehen Sie mit der Endoskopkamera hin und schauen das. Fuchsbau, Maulwurfbau wäre auch was Interessantes, ja. Also, Sie sehen eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten. Mhm. Ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer, obwohl wir können sie hier nochmal einblenden. Achtung, da ist sie blende nochmal die Bestellnummer ein. NX4358. Und die 569. Ja, also das ist doch der Wahnsinn. Für 10 Euro und UVP liegt bei knapp 50 Euro. Also das lohnt sich wirklich, wenn Sie jetzt hier zugreifen. Also wieder ganz breit gefächert diese Sendung. Tolle Überraschung dabei. Der Plüschhund, mein Liebling. Hier diese Endoskopkamera war natürlich auch genial. Jetzt ran ans Telefon, schnell bestellen, bevor das Kontingent ausgeschöpft ist. Und dann ist wieder alles weg und dann ärgern Sie sich. Nee, jetzt clever sein. Anrufen 0800 51 51. Dreimal die 4 ist Ihre gebührenfreie Nummer. Und dann sichern Sie sich Ihr Schnäppchen. Und jetzt bleiben Sie dran, es geht spannend weiter und wir freuen uns aufs nächste Mal.